Hallo Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Pilzvideo Anfang Juni. Ja, Pilzfreunde, ich bin heute mal wieder in einem Laubwaldstück unterwegs und ich will heute mal schauen, ob die Röhrlinge schon soweit sind. Wir hatten ja in letzter Zeit genug Regen gehabt, es war immer wieder feucht, im Moment ist es wirklich sommerlich warm. Auch jetzt hier, wo ich unterwegs bin, ich komme schon langsam ein bisschen ins Schwitzen, aber ich mache hier mal eine kleine Runde und ich hoffe, dass ich mal bei mir die ersten Röhrlinge zeigen werden. Also kommt wieder ein Stück mit und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Film. So Leute, jetzt habe ich doch hier im Gras den ersten Pilz entdeckt und das sieht natürlich verdächtig nach einem Röhrling aus. Ich habe natürlich hier schon eine Vermutung. Schaut euch das mal an. Ist der nicht schön? Leute, das ist der erste Steinpilz und in diesem Falle Sommersteinpilz für dieses Jahr. Wunderbar. Der sieht knackig aus. Und ihr seht schon hier unten, da sind auch keine Maden drin. Der ist ja häufig madig. Also wirklich ein schickes Exemplar, der erste Röhrling für mich für dieses Jahr, der erste Sommersteinpilz. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich hier wenigstens noch ein paar finden lassen. Na, ich schaue mich jetzt mal um. Ja, ich habe hier gerade den nächsten Pilz gefunden und diese rissige Huthaut, ja, die deutet hier schon auf etwas hin. Das ist ein Rotfußröhrling. Auch das ist jetzt hier der erste für dieses Jahr. Feine Sache, der sieht noch richtig gut aus. Ich glaube, hier drüben ist noch einer. Den lege ich erstmal ab. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, weil ich hier an so einem Hügel lang gehe. Na, der sieht natürlich noch besser aus. Jetzt ist er mir abgebrochen. Naja, ich hole ihn mal her. Oh, der sieht gut aus. Seht ihr hier? Schöne, leuchtend gelbe Röhren. Also einer der Filzröhrlinge auf jeden Fall. Einer der Rotfußröhrlinge hier und der sieht natürlich prima aus, ist mir leider jetzt abgebrochen, aber der kann natürlich mit in den Korb wandern. So Pilzfreunde, jetzt lässt sich hier auch der erste Wulstling hier bei mir für dieses Jahr finden. Das hier sollte der graue Wulstling sein. Ich nehm den mal raus. Ja, das ist der graue Wulstling, ist an und für sich ein essbarer Pilz, ist aber wenig schmackhaft und ja, auch aufgrund der leichten Verwechslungsgefahr mit dem Pantherpilz sollte man den als Speisepilz meiden. Ganz ähnlich ist natürlich der Perlpilz, vielleicht finden wir den heute auch nochmal. Der hat dann natürlich diese typischen Rottöne, die sich immer irgendwo finden lassen, besonders ja in Madenfraßgängen hat der graue Wulstling nicht. Naja, den stelle ich jetzt hier wieder zurück, der kann noch ein bisschen aussporen, den nehme ich nicht mit. Ja, Pilzfreunde, jetzt kann ich euch noch mal wirklich was Interessantes zeigen. Ich habe euch ja vorhin den grauen Wulstling zeigen können. Und hier ist der Gegenspieler sozusagen, der Verwechslungspartner. Leute, das hier ist der Pantherpilz. Also der erste, den ich dieses Jahr finde. Und ich versuche jetzt mal hier die Merkmale ein bisschen einzufangen. Ihr seht schon, die Hüllreste sind hier eher weißlich. Beim grauen Wulstling sind das graue Hüllreste, die auch mehr so schorfartig sind. Hier liegen sie ein bisschen flacher an. Ihr seht schon hier, der Hutrand ist deutlich gerieft. Also das sieht man hier wirklich sehr, sehr schön, denke ich mal. Ein Merkmal, die Manschette am Stiel ist ungerieft. Beim grauen Wulstling ist sie gerieft. Ich denke, das sieht man hier auch ganz gut. Und wenn ich hier unten an die Stielbasis schaue, da sieht man, dass die Knolle hier so gerandet ist. Man sagt so als Hilfestellung Bergsteigersöckchen dazu, weil der Stiel hier so ein bisschen wie in so einem Ringelsöckchen drinne sitzt. Also das sieht man hier wirklich sehr schön. Das hier der Pantherpilz, also auch ein recht gefährlicher Giftpilz, den man auf jeden Fall kennen sollte, wenn man Perlpilze sammelt. Denn das wäre ein weiterer Verwechslungspartner, liegt ja in direkter Verwandtschaft. Aber es ist natürlich wunderbar, dass ich den hier heute mal zeigen kann. So Pilzfreunde, hier hat sich ein weiterer Wulstling finden lassen. Das ist der dritte im Bunde der häufigen Wulstlinge, die man hier finden kann, muss ich mal so sagen. Ich nehme den mal raus. Das ist natürlich prima.
dass ich euch den hier auch zeigen kann, denn das ist jetzt endlich der Perlpilz. Ihr seht schon, hier unten haben wir deutliche Rotverfärbung in der Stielbasis. Hier gibt es Verletzungen, Schneckenfraß und hier scheint das wirklich deutlich rot. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal, auf das sollte man unbedingt achten, darauf muss man achten. Und vielleicht sieht man es im Video, die Manschette ist hier deutlich gerieft, kommt im Video vielleicht nicht ganz so rüber. Hutrand ist ungerieft. Na, sehr schön. Also, jetzt haben wir einen prima Vergleich in dem Video zwischen grauer Wulstling, Perlpilz und Pantherpilz. Das ist eine feine Sache. Die ersten Perlpilze finde ich immer sehr lecker, die nehme ich gern mit. Später im Jahr, ja, dann lasse ich die meistens stehen. Also, der hier sieht nicht mehr ganz so schön aus, schaue ich mir mal an. Aber ich glaube, hier daneben ist noch mal ein kleinerer. Ja, der sieht natürlich fein aus, das ist noch ein ganz feiner kleiner. Den, ja, den werde ich sicherlich mitnehmen. Schöne Sache. So, Pilzfreunde, hier lassen sich noch mal ein paar Maipilze finden. Das werden jetzt hier bei uns bald die letzten sein. Die sehen gut aus. Die werde ich hier noch mal mitnehmen. Ah, auch der kleine sieht nicht schlecht aus. Na, wie gesagt, das werden jetzt so langsam die letzten sein. Die verabschieden sich jetzt hier, aber die kommen noch mit in das Körbchen dazu. Ja, eine weitere Pilzart kann ich hier euch zeigen. Gleichzeitig auch der erste Täubling, der sich für dieses Jahr blicken lässt, ist leider ein bisschen zerflettert. Aber das ist hier ein Frauentäubling, der erste für dieses Jahr. Also heute gibt es wirklich ein paar Premieren. Es wird hier offensichtlich immer besser. Leider ist er eben stark beschädigt, aber naja, für den ersten freue ich mich trotzdem. Also hier der Frauentäubling. Ja, Pilzfreunde, ich habe jetzt hier den Wald gewechselt, bin aus dem Laubwaldstück raus, gehe jetzt mal durch den Nadelwald, will mal schauen, ob es vielleicht hier noch ein paar Wulstlinge gibt. Aber zunächst hat sich hier was anderes finden lassen. Das sind Schwefelköpfe und auch wieder die grünblättrigen, leider nicht essbaren, aber schöne kleine junge Exemplare. Aber die bleiben natürlich hier stehen. Ja, Pilzfreunde, der Gang hier durch den Fichtenwald bringt nichts. Also hier ist noch nichts da. Ich habe hier ja ein bisschen auf Wulstlinge gehofft, vielleicht ein paar schöne Perlpilze. Die finde ich hier immer ganz gut, wenn es soweit ist. Aber ja, hier bin ich jetzt erfolglos. Also ist auch sonst nichts zu sehen. Vorhin die Schwefelköpfe war jetzt hier wirklich das Einzige, was ich zeigen konnte. Naja, ich denke mal, ich werde den Wald noch mal wechseln. So, Pilzfreunde, ich bin jetzt hier in dem Mischwald angelangt. Ja, ich probiere heute alles mal durch. Bin gerade aus dem Auto raus und da sehe ich schon was. Schaut mal her, hier sind wieder Röhrlinge zu finden. Ich nehme die mal raus. Das sind Rotfußröhrlinge und die sehen doch ganz prima aus. Hier ist der nächste. Ich lege die hier mal ein bisschen hin. Also die sehen ganz prima aus. Die sind schön, klein, frisch. Ich mag die wirklich sehr. Rotfußröhrlinge, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Viele finden, dass das kein guter Speisepilz ist. Ich bin da ganz anderer Meinung. Für mich ist es ein guter Speisepilz, solange die natürlich klein und fest sind. Ja, es ist natürlich so, dass diese Filzröhrlinge sehr gerne vom Goldschimmel befallen werden. Dann sind sie natürlich nicht mehr genießbar. Da muss man hier sehr aufpassen. Außerdem gehen hier auch gern die Maden ran. Also oft sind die vermadet. Aber die hier sehen natürlich ganz prima aus. Ich gehe hier noch mal ein Stück weiter. Ich glaube, ich habe hier oben noch welche gesehen. Ja, hier geht es ein bisschen den Hügel hoch. Hier ist einer. Hier oben steht noch einer. Richtig schön zu sehen, dieser rissige Hut, der deutet immer auf den Rotfußröhrling hin. Also der hier oben ist nicht mehr so schön, der bleibt stehen. Aber hier schaue ich mich natürlich um. Mal schauen, wie der hier ist. Der sieht besser aus. Ja, der ist auch nicht mehr ganz so schön. Schauen wir mal. Aber auf alle Fälle kann ich hier ein paar einsammeln. Hier ist noch mal so ein kleiner. Sehr schön. Auf jeden Fall wird die Artenvielfalt immer größer jetzt, muss ich sagen. Es wird immer mehr, auch wenn es jetzt von der Masse noch nicht so viel ist. Ach, hier unten ist noch einer. Ich habe die Rotfußröhrlinge mal hier ein bisschen zusammengetan. Da seht ihr, das hat sich hier gut gelohnt. Die sehen auch prima aus und ich muss sagen, es ist kein einziger madig gewesen. Also das ist natürlich eine feine Sache und die kommen mit ins Sammelkörbchen. Ja Leute, Zufälle gibt es manchmal. Ungelogen, ich habe gerade so gedacht, jetzt fehlt eigentlich noch ein Röhrling im Bunde hier für den Frühsommer und das wäre einer der Hexenröhrlinge. Und da gerade vor meinen Füßen hier beim Denken und Grübeln, da sehe ich was im Gras und das schauen wir uns jetzt mal an.
So, sieht man schon was? Na, ich denke noch nicht. Wir müssen ein bisschen näher rangehen. Seht ihr schon was? Ja, das ist ein Ding, was? Schaut euch das mal an. Das ist definitiv ein flockenstieliger Hexenrehrling. Der erste für mich hier dieses Jahr, der fehlte natürlich noch heute. Der macht die Sache rund und komplett. Das sieht natürlich fein aus. Oh, ich glaube, ich habe noch einen gesehen. Der ist ein bisschen größer noch. Na toll, schaut mal. Den nehmen wir jetzt mal raus hier. Den schauen wir uns mal genauer an. Oh, schaut euch das mal an. Das ist doch eine tolle Farbe, was? Also ein wunderbarer, flockenstieliger Hexenröhrling. Ein ganz mustergültiges Exemplar. Jetzt verhaspel ich mich hier gleich vor Aufregung. Also natürlich eine sehr schöne Sache. Der hat hier wirklich heute noch gefehlt, um das komplett zu machen. Also offensichtlich geht es auch mit Röhrling bei uns jetzt hier los. Das ist natürlich eine feine Sache. Das macht Mut für die nächste Zeit. Jetzt muss es weiter kräftig regnen. Dann wird das natürlich ein ganz tolles Pilzjahr. Also ich schaue jetzt hier ein bisschen weiter. Aber die beiden hier kommen natürlich mit ins Sammelkörbchen. Tolle Sache, freue mich wirklich riesig. Ja, Pilzfreunde, das hat sich hier echt gelohnt. Das Stückchen durch den Mischwald, der Korb hat sich jetzt schon ganz gut füllen lassen. Ein bisschen Luft ist noch. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich jetzt noch hingehe. Ja, ich will heute für Mittag ein bisschen was an Speisepilzen besorgen. Es reicht noch nicht ganz jetzt für unsere Familie, also ein bisschen was muss noch dazu. Und ich denke mal, ich gehe jetzt noch mal Richtung Stockschwämmchenstelle. Also, es wäre natürlich verrückt, aber ich denke mal, da sind wieder ein paar nachgewachsen. Und auf jeden Fall würde das gut zu den anderen passen, wird eine schöne Mischung heute. Na, ich bin mal gespannt. So, Pilzfreunde, ich bin jetzt in dem Waldstück angekommen, in dem ich immer die Stockschwämmchen finde. Und hier ist der erste Stumpf. Den habe ich von Weitem schon gesehen und schaut euch das mal an. Ist das nicht eine tolle Gruppe? Also die sehen ja wirklich fein aus. Die sind auch in der idealen Größe. Also hier werde ich auf jeden Fall was ernten. Die nehme ich mit. Ich bin ja gespannt, ob hier noch mehr stehen. Also die hier nehme ich mit. Das reicht dann eigentlich auch schon. Da ist der Korb schon voll, denke ich mal. Und ich werde mich natürlich hier auch noch ein bisschen weiter umschauen. Mal sehen, was sich sonst noch finden lässt. Aber das ist schon wieder ein Knaller. So Leute, das muss ich euch auch noch mal zeigen. Hier ist der nächste Stumpf voll mit Stockschwämmchen. Aber die bleiben jetzt hier stehen, weil das Körbchen ist jetzt schon gut gefüllt. Also mit Speisepilzen höre ich jetzt auf. Also hier steht wirklich alles voll. Also hier könnte man Unmengen noch einsammeln. Also hier an dem Stumpf ist wirklich alles voll. Hier oben, die sind natürlich sehr schön. Mann, Mann, Mann. Also ich bin ja gespannt, was dieses Jahr noch so bringen wird. Aber wenn es so weitergeht, dann wird es natürlich ein richtig tolles Pilzjahr. Ja, Pilzfreunde, Stockschwämmchen lassen sich hier wieder in Unmengen finden. Ich zeige euch hier nur mal so ein Beispiel. Hier oben noch so ganz kleine, hier unten. Die sind natürlich in einer idealen Größe zum Sammeln. Aber ich gehe jetzt hier wirklich nicht jeden Stumpf ab. Das würde einfach zu viel werden. Ich kann euch nur sagen, hier steht wieder alles voll. Ja, Pilzfreunde, hier kann ich euch zur Abwechslung mal was anderes zeigen. Hier haben wir einen Becherling. Becherlinge sind schwer zu bestimmen, muss ich mal grundsätzlich sagen. Also da geht in der Regel nur unter dem Mikro etwas, unter dem Mikroskop. Das könnte hier der Buchenwald-Becherling sein, würde passen vom Standort her. Denn wir haben hier eine ganze Menge Buchen rumstehen. Wir haben auch Linden hier. Also passen würde es schon vom Standort. Aber das kann ich jetzt hier natürlich vor Ort nicht bestimmen. So, Pilzfreunde, jetzt muss ich mich langsam sputen, dass ich nach Hause komme. Denn die Pilze soll es ja heute Mittag geben. Ja, es war eine tolle Runde wieder mal, muss ich sagen. Man sieht, es geht jetzt hier weiter mit der Entwicklung der Artenvielfalt. Es kommen immer mehr Arten dazu. Jetzt sind bei uns die ersten Röhrlinge da. Das ist natürlich eine feine Sache. Ich hatte heute Hexenröhrling, den ersten Steinpilz. Das freut mich natürlich besonders. Und ein paar Rotfußröhrlinge waren auch dabei. Ja, dazu gab es noch ein paar schöne andere Funde. Die Wulstlinge waren natürlich interessant. Das ist schön, dass ich die mal hier so zeigen konnte. Gleich drei Arten, die leicht miteinander zu verwechseln sind. Das ist eine schöne Sache, dass ich das zeigen konnte. Freut mich. Und die Stockschwämmchen, ja, die haben mich wieder nicht im Stich gelassen. Also es ist schon verrückt, was auch jetzt wieder hier stand.
Die meisten Sachen bleiben natürlich stehen. Der Korb ist voll. Ja, apropos Korb. Es gibt natürlich wie immer und gewohnt den Blick in den Korb. Der fällt heute üppig aus. Ja, ansonsten werde ich mich an dieser Stelle jetzt verabschieden. Es geht nach Hause zurück. Naja, und vielleicht sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Also, bis dahin. Tschüss.